Und damit herzlich willkommen zur letzten Map für diese Woche. Mal gucken, vielleicht haben wir es diesmal sogar bis zum Endgegner von diesem Hub. Wohlgemerkt von diesem Hub. Wie gesagt, das ist ja nur eine Hub. Danach kommt dann einfach die nächste Hub. Ist quasi sowas wie Episoden unter ja, Heretic, Doom 1, whatever. Na komm, stirb halt einfach mal. Voll kreativ. Geht doch. So, jetzt müsste aber noch eine Stufe kommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob da jetzt auch welche gespawnt wären oder nicht. Ne, werden keine gespawnt. So, erstmal Stuhl ein bisschen schieben. Ja, die da oben sollte man erledigen, bevor man in die Tür reingeschossen wird. Oder allgemein, bevor sich die Tür schließt. Weil da oben sieht man, sind einige. Und die tun weh. Auch wenn ich hier gerade irgendwie kaum treffe, kann das sein? Na, spring doch! Alter, ja klar. Also wir scheinen doch einige zu töten. Bitte stirb einfach. Ernsthaft jetzt, die ersten drei sterben sofort und der vierte dauert 3 Jahre? Ach ne, die ersten drei leben auch noch. So, und jetzt haben sich alle gehoben und das heißt nämlich, dass man jetzt hier hinten das Ding aufgemacht hat. Und das ist auch das Ding, was wir tun, weil da nämlich jetzt der Endboss drin ist. Das Ding kann nämlich fliegen und tut weh, ist quasi ein Drache. Siehst du, wir haben doch auch unser Flug-Item, ne? Mit dem können wir relativ gut agieren. Jetzt weiß ich nicht, ob du sowas wie Unsterblichkeit gibst. Und wenn ja, haben wir das Item? Aber das wäre natürlich ultra geil. Dann. Oh Gott, jetzt waren hier echt extra noch welche. So, Unsterblichkeit. Was könnte Unsterblichkeit sein? Ach, das ist das Chaos Device. Na gut, das bringt uns jetzt ehrlich gesagt eher weniger. Was ist das? Keine Ahnung. Na gut, das ist noch Licht. Das Ding holt wieder auf, kennen wir ja bereits. Aber dieses Flug-Item haben wir auch nicht, kann das sein? Oder war das das Schwein hier? Nee, das war was anderes. Ich verstehe das nicht. Ja, so was unsterblich macht, haben wir leider nicht. Und Flug-Item haben wir auch nicht. Das heißt, wir sind gefickt. Wir dürfen den Boss also schön im Einzelkampf fertig machen. Wie es hinter mir immer dunkler wird, wenn mein Bildschirm gerade ein neues Bild reinlädt. Das ist das Problem dabei, wenn das Zimmer alleine durch die Diashow erhellt wird.
Wenn sich da ein Bild ändert, ändert sich sofort die Belichtung im gesamten Raum. So, gucken wir mal hier. Da hinten ist noch Aktivität. Dieses scheiß Kreuz, ich sehe einen Kackarsch. Warum ist da einer? Den kenne ich gar nicht. Wer ist denn das, der da sitzt? Der rührt sich auch gar nicht. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Oh, der ist so gestorben. Was ist jetzt mit dir? Was bist du für einer? Das ist doch dieser Knüppeltyp. Der hält doch gar nicht so viel aus. Ist das hier gerade ein Spiel verpackt oder muss das so sein? Das Problem ist, ich kann auch in den Raum nicht reingehen, weil sobald wir in den Raum reingehen, kommt dieser komische Drachentyp da. Oder ein Drache, keine Ahnung, ob da ein Mensch mit bei ist oder ob es nur ein Drache ist. Ich glaube, es ist nur ein Drache. Was auch immer das Ding da in der Mitte gerade ist. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal rein. Jetzt läuft der. Oh. Okay, das war also gar kein richtiger Gegner, sondern einfach nur so ein Versinnbildlichung. Oh wow, der macht richtig Schaden. Ja, seht ihr, das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Wenn sich das Ziel sehr schnell bewegt, bringt uns unsere Waffe nämlich genau gar nichts. Und jetzt gerade merkt man das. Nein, wir sind in Lava gefallen. Ja, Teleporter gibt es ja auch keine. Schade eigentlich. Können wir diesen scheiß Arschtypi da irgendwie wegzaubern? Oh, da sieht man schon den Drachen. Da hinten ist ein Vogelflieg-Dings da uns da. Geilo! Matto! Wir sind gerettet! Weil wenn wir nämlich auch fliegen können. Dann können wir relativ nah an ihn ran. Ja, wir müssen das Ding natürlich auch erstmal aktivieren. Das war jetzt gerade sowas von intelligent. Ich könnte echt kotzen. Wisst ihr, vielleicht können wir ihn auch rauslocken. Macht das Sinn? Können wir ihn rauslocken? Ich weiß gerade nicht, ob das Sinn macht oder ob der hier drinnen bleibt. Ja klar, schieß doch durch das Ding durch. Funktioniert doch garantiert. Hilfe. Die Ding hat Splash Damage? Scheiße. Ja, aber es scheint so... Ah, okay. Die Dinger explodieren nochmal danach, nachdem sie aufgetroffen sind. Scheinbar, es scheint nicht, als wenn er rauskommen würde von sich aus. Das heißt, ihn hier drinnen quasi verwirren... Weil das wäre natürlich für uns das perfekte Jagdgebiet. Aber ich glaube, der kommt, wie gesagt, nicht raus. Das ist natürlich schade. Aber wir haben jetzt hier draußen zumindest eine schöne in Ruhe Zeit, nein. Hier die Flugdinger aus, dieses Flugding auszuwählen. So, jetzt kann man nämlich auffliegen. Oh, wow. Weil das geil ist nämlich, soweit ich weiß, ist der zwar extrem stark, hat aber kaum Kraft. Ist extrem stark, hat aber kaum Kraft, klar. Nee. Siehst du? Schon ist er nämlich tot. Der hat kaum Verteidigung, das meine ich nämlich. So, und wir können jetzt schön rausfliegen. So, und jetzt hat sich nämlich rechts das Ding runtergefahren. Tada! Und das ist das Ende.
So. Damit würde ich mal sagen, hab zwei zum ersten Mal. So. Vorteil und Nachteil. Vorteil ist, wir haben, also ich habe zum allerersten Mal das zweite Hub legit durchgespielt. Digga, wie krank ist das bitte? Nachteil ist aber, das Hub, was jetzt kommt, ist leider noch viel verrückter. Und das kenne ich so gut wie gar nicht. Also, da werden wir viel Spaß haben, weil das ist, wie gesagt, da fänge ich mich noch früher auf. Also, habe ich mich bisher immer noch früher aufgehangen. Es kann natürlich sein, dass wir wollen, ist ja immer noch Let's Play, dass ich jetzt auch wieder auf Anhieb durchkomme. Einfach, weil ich es einfach voll, ne, einfach so. Aber es ist wahrscheinlich, seht ihr mich überhaupt noch? Seht ihr überhaupt noch irgendwas? Nein, man sieht mich gar nicht mehr. Oh mein Gott, man sieht doch meinen Mund bewegen. Und man sieht meine Diashow. Naja, nicht wirklich. Man sieht meinen Verstärker und darüber einen großen hellen Fleck, wo der Bildschirm ist. Das ist aber nice. Na gut. Ja, egal. Wie dem auch sei. Ja. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall nächste Woche, nächster Hub. Nächstes Hub. Mit nächsten Maps. Und ganz viel Spaß. Bis dahin würde ich mal sagen, in dem Sinne, man sieht sich.